guten Mäuse und willkommen zu einem neuen Vlog. Ein etwas anderer Vlog, denn wir machen heute einen Reisevlog. Ich werde morgen nämlich zusammen mit meinem Freund und auch irgendwie lustigerweise mit meiner Schwester zusammen, nur dass wir in unterschiedlichen Maschinen fliegen, nach New York fliegen. Und das ist unser großer Sommerurlaub und ich freue mich schon voll, weil ich richtig, richtig hyped bin. Ich habe so Bock und ich freue mich einfach so sehr. Ich war schon mal in New York, das ist jetzt 1,5 Jahre her. Und ich wollte euch jetzt heute noch schon ein bisschen mitnehmen, euch meine Vorbereitungen zeigen und euch zeigen einfach, was ich jetzt alles so einpacke, wie ich mich auf den Flug vorbereite, Meal Prep, whatever, was halt jetzt noch ansteht und was wir jetzt, wir müssen noch nachher Reste verbrauchen. Und ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, wie ich mich vorbereite. Und ich werde euch natürlich auch den Flug zeigen. Ich werde euch den ersten Tag mitnehmen und dann werde ich mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich in New York filmen werde. Ob ich einfach ein Full Week of Eating filme oder ob wir halt einfach so Vlogs draus machen und ich euch das vielleicht genauer zeige. Vielleicht lasse ich euch nochmal auf Instagram abstimmen oder ich mache einfach das so, ob ich Bock habe. Und dann wollte ich auch noch ein kurzes Finger-Update geben, weil ich war jetzt mittlerweile beim Hausarzt und sie hat mir da einen so ein Stülpi drüber gemacht. Ich sag immer, es sieht aus wie ein Kondom. Aber ja, so schaut es jetzt aus. Ich habe auch ein paar Stück zum Wechseln mitbekommen und habe mir noch welche in der Apotheke geholt. Und werde das jetzt einfach alle 2 bis 3 Tage wechseln und sauber halten und pflegen. Und dann wird es hoffentlich wieder schnell verheilen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich wieder mobil bin und dass ich hier wieder mehr Fingerfreiheit habe. Das hat mir nämlich echt gefehlt. Also als ich diese Schiene da dran hatte, das war ungeil. Ja, ich bin gerade dabei, den Kühlschrank leer zu machen. Ich habe jetzt das ganze Gemüse, was wir da hatten, geschnitten und mache jetzt Meal Prep. Und zwar habe ich jetzt hier das ganze Gemüse in Airfryer. Das werde ich jetzt hier airfryen und dann werde ich dazu noch irgendwas machen. Wir werden sehen. Ich zeige euch dann, was ich da draus gemacht habe. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich nehme einfach eine Roasted Veggies Bowl mit an den Flug. Ich denke, das wird geil werden. Ich mache gerade noch ganz easy Resteverwertung, weil ich hatte noch einen offenen Sojajoghurt. Und da habe ich jetzt einfach das Nussmus von Pamela reingemacht, dieses Crunchy Almond. Und Leftover Brownie, den habe ich gestern gebacken mit Erdnussbutter und Banane. Also es ist ein super, super healthy Brownie. Gibt es im E-Book. Und das werde ich jetzt so zu Ice Cream Popsicles machen. Ich vermische das jetzt und dann, ja, ich zeige es euch einfach mal. Mal gucken, ob es das wird. Aber ich denke, es wird ganz lecker werden. So, jetzt habe ich dann noch eine Dose Kichererbsen und ein paar übrige Bohnen im Airfryer geröstet. Und noch so eine eingelegte Paprika dazu. Und ja, da kommt noch ein bisschen Rucola rein, ein Dressing, ich glaube Sesam, Sesam. Tahini-Dressing wird, glaube ich, wird es jetzt, glaube ich, werden. Ich hatte erst einen Senf-Honig, aber ich glaube, Tahini wäre geiler. Ja, und das nehme ich mir dann als Meal Prep mit. Und ich glaube, ich mache mir noch einen Wrap, weil irgendwie habe ich noch Bock auf einen Wrap, glaube ich. Kleine Storytime, ich bin ein kleiner Keeper. Und ich habe hier noch ein paar Riegel von letztem Mal, als ich in New York war. Und habe die nie gegessen, weil ich eben Angst hatte, dass ich die ja nicht mehr... Besser gesagt, dass ich die geil finde und die dann nicht mehr kaufen kann. Weil ich jetzt aber da wieder hinfliege, war ich so, ich muss ja testen, ob ich die überhaupt noch mal kaufen kann. Weil, oder kaufen soll, ob die mir überhaupt schmecken. Und deswegen haben wir jetzt gerade Riegel-Taste-Test gemacht. Also Fazit ist, der Quest Bar, der ist geil, aber den gibt es ja auch bei Proteinprojekt. Ich wollte den einfach nur probieren. Dann habe ich den da hier gehabt. Den fanden wir nicht geil. Und die Go Macro Bars, aber die mag ich so oder so. Das war mir schon klar, dass der schmecken wird. Das war jetzt Dark Chocolate and Almonds. Und der war richtig lecker. Also den hole ich auf jeden Fall nochmal. Und die Quest Bars, die kriegt ihr auch bei Proteinprojekt, wie gesagt. Und das war Cookie Dough. Das ist lecker. Okay, ich habe den hier jetzt doch aufgegessen. Der ist zu geil. Also den müssen wir ausprobieren. Der ist richtig lecker. Das Ding hier ist einfach krass. Das ist mein Lunch für morgen. Diese Roasted Veggie Bowl, restliche Avocado und die Shrimps, die sind eigentlich auch vom Abendessen. Also ich habe die noch nicht mehr geschafft. Dann habe ich die einfach hier mit dazu gegeben. Dann haben wir hier noch Kichererbsen, die Bohnen und geröstete Paprika. Ja, einfach alles, was übrig gewesen ist. Und hier drüben, das sind die 3 Sandwiches von meinem Freund. Und das da hier ist noch mein Wrap fürs Frühstück. Und ja, genau, das ist eigentlich unser Meal Prep.
Guten Morgen, es ist 4.22 Uhr. Wir hatten um 1,5 Uhr schlafen, weil mein Wecker hat zwar geklingelt, aber ich bin so ein schöner Wegdrücker und der von meinem Freund hat aber nicht geklingelt. Und deswegen hätten wir jetzt fast verschlafen. Wir sind hier übrigens in meinem alten Kinderzimmer, weil wir sind dann noch gestern Abend, also es war noch alles super stressig, weil wir noch eingepackt haben und dann sind wir noch zu meinen Eltern gefahren und haben wir noch die Wohnung Staubsauger ready gemacht und irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich immer so weird an vor so einer großen Reise. Ja, auf jeden Fall fahren wir in 8 Minuten los. Ich muss jetzt noch mein ganzes Zeug einpacken und das Bett machen. Dann geht's los nach Frankfurt. Wir fliegen nämlich von Frankfurt und das ist halt der Shit, dass wir halt noch so lange hinfahren müssen. Deswegen fahren wir auch so früh los. Ja. Wir sind jetzt am Flughafen, Koffer sind abgegeben. Unser Flug hat 2 Stunden Verspätung. Ungeil, aber it is what it is. Jetzt gibt's erstmal Starbucks. Leute, die irgendwelche Sachen zum Sammeln wollen oder so, deswegen die Sachen werden nie, ich sag mal so, von dem Dorf. Wir sind jetzt schon durch die Security. Ich will mir jetzt ein Water holen. Und shoppen wir noch ein bisschen, nachdem, ob wir was mitnehmen. Ich will auf jeden Fall nur das Wasser. Und dann setzen wir uns noch in den Café, weil wir ja 2 Stunden Verspätung haben. Erstmal Gepäck. Ja, nicht Karotten, ja. Das hier ist jetzt mein Wrap. Ich habe so einen Kichererbsen-Wrap gemacht, selber. Mit Putenschinken, eine Erbsen-Guacamole, weil wir keine Avocado mehr hatten. Mit Trüffelöl. Das riecht auch schon so leicht trüffelig. Ist man sicher? Nein, bist du nicht. Ja, mehr ist aber auch gar nicht drin. Also, mehr hat auch gar nicht reingepasst. Ah, ein paar Brucola-Blätter sind noch drin. Das ist ja trocken jetzt. Ich liebe die Nappentaste jetzt zum Reisen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Hallo? 16.01 Uhr. Und sind noch nicht losgeflogen. Wir waren eigentlich schon fast halbwegs durch. Es gab ein Problem mit der Tür. Und ja. Krasse Verzögerung. Ein bisschen genervt, aber was ist, was willst du machen? Die Pizza ist so geil. Die ist so crispy. Mm.
Nein. Das ist ein gelungener Late Night Snack. Ich mache euch hier noch eine kleine Roomtour. Also man kommt hier rein, dann haben wir hier unser Badezimmer. Das ist richtig cute, also das ist auch echt geräumig und groß. Und wir haben hier super nices Duschgel. Das gab es schon mal in einem Barry's in Norwegen. Und seitdem haben wir das auch für daheim bestellt. Wir lieben das, das ist richtig geil. Genau, hier ist das Badezimmer. Und dann haben wir hier Kühlschrank und einen Schrank. Da ist das Bett, das war so ein Sofa, das konnte man dann so rausklappen. Hier haben wir unsere Fensterfront, ein Fernseher und hier, das finde ich am cutesten von dem Ganzen, ist die Küche. Wir haben nämlich so ein Apartment, wo eben auch eine Küche mit dabei ist und das ist ganz cool, weil wir dann eben auch zusammen hier frühstücken können. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass man zumindest A, ein bisschen Geld spart und B, auch die geilen Produkte hier ausprobieren kann. Leute, mein Traum ist gerade in Erfüllung gegangen und wir haben einen fetten Einkauf bei Whole Foods gemacht. Das ist so für mich einfach das Krasseste, in so anderen Städten einkaufen zu gehen. Und wir sind schon reingelaufen und ich wusste auch schon, dass es sauteuer werden wird. Und ich hatte aber schon die ganze Zeit das Gefühl, weil ich wusste, wie mein Freund gucken wird, weil er das natürlich jetzt nicht so einsieht oder nicht so versteht. Ich zeige euch jetzt aber gleich mal den Kühlschrank. Ich habe so viel Zeug gekauft, Leute. Das ist crazy und ich weiß halt, ich kann immer mich nicht zurückhalten. Das ist vielleicht auch ein Problem. Ich zeige es euch mal. Erstmal den Kombucha habe ich gestern schon auf 7-Eleven gekauft. Dann haben wir hier einen Creamer Oat Milk. Die wollte ich schon immer ausprobieren, weil die irgendwie voll gehypt ist immer. Dann Orange Juice für meinen Freund und Cold Brew. Ich habe den Starbucks Cold Brew nicht gefunden. Das ist ein bisschen blöd, aber der wird eh schnell leer sein. Dann haben wir hier Gürkchen und Avocados fürs Frühstück. Ich habe hier noch einen Joghurt mit. Dann haben wir einmal Hummus mit Roasted Garlic. Feta für Feta Eggs, weil wir haben auch Eier gekauft. Dann Salami auch für meinen Freund. Ich habe mir hier noch einen Cottage Cheese mitgenommen. Ein Vanilla Kokos Joghurt, der ist auch schon mit Probiotika zugesetzt und finde ich richtig, also das hat fermentiert. Das finde ich richtig geil. Dann haben wir hier noch ein paar Veggies, ein paar Tomaten, einen Apfel und jetzt gehen wir gleich in die Community Kitchen, weil das ist eben das Coole hier, dass du die Möglichkeit hast, noch so große Küchen zu haben und du, da kannst du dann auch kochen. Also du musst nicht in deiner kleinen Küche hier kochen und das finde ich ganz cool, weil dann riecht es bei uns jetzt auch nicht so nach Öl und Eiern und da gehen wir jetzt einfach hoch. Und da gibt es dann auch so Barstühle und da setzen wir uns hin und werden dort kochen. Ich freue mich. Wir machen jetzt ein kleines Breakfast. Ich habe auch Hunger. Und ja. Ah, ich habe noch mehr gekauft für dich hier gerade. Wir haben hier noch Bananen, dann haben wir Brot. Das war das einzige Brot, was mein Freund angemacht hat. Das Pumpernickel, weil es auch, also Mestemacher, das ist eine deutsche Marke. Und er hat alles andere eklig gefunden, deswegen wollte er Pumpernickel haben. Dann haben wir Pumpernickel mit, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Und dann habe ich noch 2 Proteinpulver zum Ausprobieren mitgenommen. Und wenn mir die schmecken, dann will ich mir die groß kaufen. Ich habe halt nur Angst, wenn jetzt so $70 auszugeben für ein Protein, was mir dann vielleicht im Endeffekt nicht schmeckt. Und genau, dann noch hier meine Favorite Chocolate. Kitchen ist so ein bisschen random. Es gibt nur Plastikgeschirr und keine Gabeln. Das ist ein bisschen komisch, aber Man hilft sich zurecht irgendwie, ne? Das wird schon alles werden. Ich habe mir jetzt hier 3 Eier gemacht, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Avocado. Und nachher gibt es noch einen Joghurt und ich werde jetzt einen Löffel essen. Ein bisschen weird, aber okay. Aber allgemein ist die Küche ziemlich cool. Wäre auch nice, was zu filmen. Oh, und dieser Hummus ist richtig heftig. Das mit Knoblauch, der ist krank. Der ist mega lecker. Ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich immer, wenn ich gar nicht pappsattig bin, noch ein kleines Dessertschälchen brauche
Und ich habe jetzt hier Cottage Cheese, also Kölner Frischkäse, ein bisschen von diesem Kokosjoghurt mit Vanille. Ich finde den einfach nur so fancy, weil das in so einem Glasbehältnis ist. Und dann haben wir hier noch diese Crunchy Almond Butter. Das ist so teuer, ne? Aber ich bin einfach so ein Opfer für sowas. Die wäre verdammt teuer. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. Bisschen Live-Tastes machen, ich habe einen Chacha-Matcha. Soll anscheinend der beste Matcha in New York sein. Ich habe mir einen Matcha mit Macadamia-Milch bestellt. Schmeckt voll lecker. Ich will nur nicht wissen, wie viel Macadamia-Milch kostet, wenn ich ehrlich bin. Sonst würde ich mir das wahrscheinlich auch kaufen. Aber es schmeckt sehr geil. Ich muss auch sagen, was ich an so einer Großstadt in New York voll feier ist, du läufst einfach irgendwo hin, du hast ein Ziel und läufst aber währenddessen an 10 verschiedenen Shops vorbei, wo du A, mal rein wolltest, wo du irgendwelche geilen Cafés und sowas, ohne dass du irgendwie großartig suchst, weil es einfach so voll mit geilen Sachen ist, dass du überall eigentlich rein könntest und dass eigentlich überall irgendwas Geiles ist. Das feiere ich voll.